Hallöchen, Popöchen, meine lieben Wonder-Freunde. Lino und ich machen hier weiter. Sie ist natürlich Jaschinski und Höhle der Juwelenblöcke. Da bin ich ja mal gespannt. Es scheinen neue Gegner zu sein. Zumindest sagen sie mir nichts. Nee. Und Lino, naja, Lino brauche ich nicht fragen. Die kennt sie nicht so aus in Mario. Hopp, hopp. Die Blöcke sehen ganz hübsch aus. Oh! Mist. Moment. Lass mal eben kurz weggehen. Oh, Fähigkeit! Weil Peach sieht interessant aus. Ja, können ja in Decke lang, cool. Nice. Kann ich die kaputt machen? Schwarz winkel, ja. Ja gut, da kommen wir ja nicht wissen, dass es jetzt schon hier kommt, aber wurde auch langsam mal Zeit. Das ist eigentlich nichts. Doch, ist ein bisschen lustig. Erinnere mich so ein bisschen an die Bohrfähigkeit von Mario Galaxy. Gut, okay, ich wollte nochmal. Gut, du gehst unten lang, ich gehe hier oben lang. Oh oh. Was mache ich denn jetzt mit dem? Welchen? Nee. Ich weiß leider nicht, bei den Gegnern ist das immer so eine Sache. Nee. Oh, das sieht so scheiße aus. Ich weiß leider nicht mal so wirklich bei den Gegnern. Oh, oben könnte auch ein Secret Exit sein. Den geht so hoch, siehst du das? Kann ich dich mal kurz wieder zweckentfremden? Danke. Was sieht das so ein bisschen aus, ob ich da hoch könnte? Auch nicht? Okay. Das ist gleich hier gemein, ich könnte überall was sein. Ups. Ja. Hey, wo kommt der Gegner denn jetzt auf einmal her? Weiß ich nicht. Oh, das ist gemein, hier könntest du so prima Secret Exit verstecken. Ja. Hm. Zum Beispiel hier. So. Ups. Ich muss mich erstmal mit der Fähigkeit noch vertraut machen. Ist aber ganz lustig. Okay. Sind auch ein bisschen blöd. Ich wusste nicht, dass jetzt sowas kommt. Mit Yoshi kann ich jetzt nicht wirklich was machen. Nee. Kann ich ja vorher nicht wissen. Ja. Ja, mehr ist sie nicht. Sagt die Blume sonst irgendwas? Nö, nur Keuch. Hopp, 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 hopp. Oh, bin ich gerade blind? Siehst du hier irgendwo noch eine große Münze? Nee, ne? Nee. Ich will für meine Popo. So. Das muss ich halt dann nach dem Level irgendwie den Charakter wechseln, kann ich ja nicht wissen. Ah, Mist. Hm? Er hat mich gerade plättet. Aber ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil da unten an der Seite. Komm mal zurück. Mach mir nämlich gerade ein bisschen Sorgen, weil gucken. Was siehst du? Nein, Hase! Ich möchte nicht mit dir. Okay, ich komme nicht lang, weil ich finde, dieser Block sieht hier so ein bisschen verdächtig aus. Weißt du? Ja. Sag mal, geht's eigentlich noch oder kackt der Stimme gerade ab? Ich trinke gleich meinen Schluck. Uah. Ich hab doch vorhin nicht was getrunken. Au! Ja, sehr vorsichtig, ich weiß nicht, ob. Ja, mir kann mit Yoshi an sich ja nichts passieren. Okay. Naja, vielleicht kann nichts passieren, aber bei manchen Sachen bist du trotzdem, wenn du zerquetscht bist, Game Over. Also ist ja nicht, dass du einfach nur kleiner wirst. Du, wir scheinen zumindest in der Richtung noch nichts verpasst zu haben. Ah! Ja, toll. Sag mal, kann ich jetzt bitte auch mal weg zu hier hingeportet werden? Komm hier nicht rüber. Warum braucht das denn so lange? Keine Ahnung, wird man nicht normalerweise uns einfach hinterhergefahren? Ja! Okay, da ist die Wunderblume. Ah, ich bin gespannt, was uns erwartet. Was so? Was? Ja, wo müssen wir lang? Au! Oh Gott, ey, ich hab Angst. Ja, da eine
Scheiße, wie komme ich denn da hin? Ich kann doch gar nicht seitlich bohren. Das ist gerade echt hinderlich, dass du Yoshi bist, weil ich mal auf dich drauf springe, leider. Ja, sorry, ich kann. Ja. Achso, ich muss mich. Okay, jetzt verstehe ich erst. Ja, wie soll ich denn? Oh, sag doch, dass ich die Lila dann auch kaputt machen kann. Wo sagt denn das keiner? Oh, die kannst du auch kaputt machen? Ja. Die kann ich kaputt machen. Warum sagt das niemand? Kann ich ja nicht. Ich dachte, das wäre auch exklusiv für die Bohrfähigkeit. Ja, vielleicht kann ich die Grauen nicht kaputt machen. Die Lila, dann konnte ich kaputt machen. Warte mal, kannst du mal kurz herkommen? Kannst du mal auch? Warum sind hier zwei Bohren? Ja, dann scheint es ja nicht reinzugehen. Ja, aber warum ist sie denn da? Weiß ich nicht. Gut. Wie komme ich. Moment. Auf jeden Fall. So. Aber ich kann leider nicht hier irgendwie. Oh. Ich glaube, da oben könnte es lang gehen. Jo. Du kannst hier unten lang gehen? Einfach rennen. Nee. Warum ist überhaupt was? Ich glaube auch vielleicht nur Münzen, aber. Ich sag dir, wenn du nur Secret Exit ist, dann in diesem Level. Oh. Ja, die Bohrfähigkeit ist ganz nett, aber ich würde irgendwie gerne auch so mal zur Seite die Blöcke wegmachen, statt immer nur über mir oder unter mir. Bye bye. Da kannst du ja gucken, was du. Ob du gleich mal wechselst. Da vorne scheint ja auch die nächste Welt schon zu beginnen. Die Wüste ruft, okay. So, was sagst du? Versorg dich hier mit allem, was man so braucht, um die Wüste zu bequeren. Ja, wäre dem wundersam natürlich. Aber der Rest ist eigentlich wieder. War doch nichts Besonderes, ne? Nee. Na gut. Ist hier noch was? Das sieht ein bisschen tatsächlich aus. Okay. Ich weiß nicht, ob es da unten lang geht. Ich glaube, da gehen zu den anderen Welten. Ich glaube, es ist jetzt so ein Zentralpunkt hier. Na komm, dann lass uns mal die Wüste. Wolkenlose Wüste. Sieht mehr aus wie. Ich kriege hier eher nicht Wüstenvibe, sondern. Kannst du dich noch an Sonic Colors erinnern? Da gab es doch auch so eine Planet Zuckerwelt. Ja. Die erinnere mich ja. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Ja. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Hier sieht überhaupt nichts aus nach irgendwie Wüste. Also ich meine nach Wasser. Hier sieht es für mich so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Planeten von Sonic Colors. Diesen Zuckerplaneten und halt den Stone Tower aus Majora's Mask. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand und weites Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Ja, Königsamt, bla bla. Puh, es ist ganz schön heiß. Wir müssen weitermachen. Ja. Das hat eine Wüste so an sich, dass es heiß ist, ne? Hm. Außer nachts, da ist es kalt. Mal schauen. Hoffentlich ist der hier netter als der andere. Der uns neulich genervt hat. Huch. Aber ihr blüht hier trotzdem. War das ein Krug gerade eine Anspielung an Zelda? Sieht das so aus. So, was kannst du denn machen? Ah, ich bin so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Platz vorbei, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns Wasser zurück. Und wenn es die Nützlinge wird, kriegst du auch wieder einen Wundersamen. Ich wollte fast wenigstens die Farbe machen. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor Poppins in der Wüste verwelken. Oh nein. Ja. Ah, ich weiß nicht, ich finde, dass wir irgendwie. Warum kriegen wir immer eine Freude, weil wir hier so einen Samen haben? So, dieser eine bringt uns auch nichts weiter. Ne. Wir haben hier einen, komm mit. Wir haben jetzt einen, aber was bringt uns das denn hier? Gar nichts. Und vom Wingen gibt es kein Wasser. Was ist das denn hier? Eine Oase. Das Oase sieht aus wie ein Kackhaufen. Ja, war ich auch gerade. Zwei Stufen Sprung Abzeichen. Perfekt für die Wüste.
Zwei Stufensprung. Die stimmen mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Wenn Timing stimmt, kannst du in höher springen. Ach nee, sag nicht, dass es das ist, dass das quasi dreifach ist. Klingt so ein bisschen danach. Willst du den Samen gar nicht kaufen? Wieso, was gab's denn da noch? Den Samen. Recht? Ja. Habe ich ihn gekonnt ignoriert. Deswegen habe ich ihr gefragt, ob du den noch kaufen willst. So. Ist das hier? Ich habe die großen Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, ne? Dann solltet ihr wissen, dass es in der Wogenlose-Wüste viele versteckte Geheimnisse zu entdecken gibt. Vielleicht sind sie tief in Sand oder in Gebäude verborgen. Versucht doch, sie alle zu finden. Ich möchte euch hier helfen, aber in der Hitze würde mir schnell verblühen brand. Also, ja. Klar hat er gesagt, kein Bock. Keine Ahnung, Stampfattacke kann man ja nicht machen. Nee. Lass mal das hier gleich mal machen. Das ist das Erste, was wir finden. Ach Gott, die Level sind auch so blöd verborgen, oder was? Ja, scheint so. Das wird lustig. Warum bin ich schon wieder klein? Ja. Du musst irgendwie drücken. Ja, ich weiß nicht warum, also du bist erst Player, kommst du? Wie soll ich jetzt bitte hochkommen? Kannst du nicht Wandsprung machen und dann Flatterflug? Ja, die blöden Pflanzen. Da frisst die doch! Du bist ein Yoshi! Nerv nicht, mein Gott. Eieiei. Hase, komm jetzt mal her! Ja, ich muss erst mal kurz irgendwie durchkommen. Na, wie weit kannst du springen? Ich wollte alle aufnehmen. Oh, scheiße. Oh. Oh Gott, kommst du ran? Scheiße! Ah, nein! Wir müssen zurück. Kann ich irgendwie mit Flattersprung hoch irgendwie? Nee, ich glaube, du bist zu weit weg. Wir müssen ja auch noch die Münze haben. Ich versuch's einfach mal von ganz nach oben nochmal wieder. Okay. Alter, man fällt aber auch extrem schnell runter. Ja. Aber du sinkst auch irgendwann echt schnell wieder runter. Okay. Ich krieg doch kaum Speed aufgebaut. Ich finde das so interessant beim Gleiten. Du gleitest nicht so langsam runter, sondern immer so gefühlt. So ein Sinkflug, ja. Ne? Ja. Na, nicht Sinkflug, aber immer gehst du schnell runter. Also nicht so langsam wie in BOTW oder Tears of Kingdom, sondern immer bist du auf einmal so ganz schnell fallen. So wie wenn du mit Koraidon und Miraidon unterwegs bist. Na. Dann gleitest du ja auch und plötzlich irgendwann sinkt der ab wie ein Stein. Nein, gerade nicht. Ah, da ist eine Platte. Gut. Nee. Ja, bringt noch nichts. Ich meine, alleine muss man die Rätsel irgendwie auch lösen können, ne? Ah, hier haben wir, apropos, hier haben wir gleich das nächste Level. Zug um Zug im Wüstensand. Mumien. Gruselig. Es gibt Abzeichen, mit denen du dich schneller bewegen kannst, sogar auf Sand. Ach ja, sehe ich schon, wir sind hier gerade ein bisschen langsam. Kann ich mich hier eigentlich da reinkrabben? Wo hab ich das denn her? Ich glaube, du sollst mal vielleicht gleich den Charakter wechseln. Ja. Aber die kannst du doch hier bestimmt. Ich lande irgendwie immer auf den Rücken. Nee, ist so, komme ich nicht ran. Ah, jetzt habe ich gerade nicht. Yoshi, halt doch fest. Und mit Dreiersprung ist aber lustig. Hey. Goldröhre, fancy. Ich hole die.
So. Wo ist denn eine weitere? Ich glaube, von da sind wir gerade gekommen. Gut, wieder zurück. Pentengumpa einfach im Dings im Sand. Hier ist sie nicht. Man kann die Krügen sogar hochnehmen. Da muss irgendwas sein, oder? Weiß nicht, ich habe noch nichts gesehen. Nee, mir geht auch gerade anscheinend nicht. Oh. Bisschen unnötig. Oh, da ist die Vögel wieder. Pass auf. Kann ich das gar nicht ziehen? Nee, nur Items. Ich finde Dreisprung aber so im richtigen Timing eigentlich ziemlich nice. Ja, nicht? Schon mal nicht. Kann im richtigen Timing echt springen. Okay, dann weiter. Wo sind wir rühren? Ja, hat jemand dran? Yoshi, nimm doch. Hallo. Wieso nimmt er das denn manchmal nicht? Ich würde sagen, ja, ist die blaue die auffälligste. Ja. Ja, lass los. Ich wollte das Ding manchmal einfach nicht nehmen. Okay, da oben. Also. Kriegst du sogar Peach extra ein Dings geschenkt. Guti, weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Okay. Wahrscheinlich kommt gleich immer noch die Bohnenblume. Am besten. Ich nehme die schon mal mit. Ja, was macht das Ding jetzt? Keine Ahnung. Warte mal weg! Nee, wie kommen sie nicht mehr? Okay. Also wir mussten es einfach nach. Ja. Oh, das ist okay. Huch. Jetzt ist die Frage, welche Richtung ist denn jetzt richtig? Mist. Oh, was ist das hier? Zieh mal dran. Yoshi, halt doch fest! Was machst du denn da? Ja, keine Ahnung, halt manchmal das Ding nicht fest. Eindringling? Sag mal, was wollt ihr denn jetzt von uns? Uah! Sag mal, was wollen die Blumen jetzt von uns auf einmal? Ich geh mal weg hier. Was, das Ding ist gut? Weiß ich gerade auch nicht. Von da wahrscheinlich. Ach, was ist denn hier für ein Sadistenblume, ey? Wie geht der auch ein bisschen schneller, bitte? So. Irgendwie ganz nett, aber die Sadistenblumen sind ein bisschen wie, naja. Ich stelle mir gerade die Frage, wessen die. Haben wir vielleicht rechts auch lange muss? Ich keine Ahnung. Wir haben so lange kein Secret X mehr gefunden. Ich habe schon eine Paranoia jetzt entwickelt. Ja, das Level war aber ganz gut. Dafür, dass ich meistens immer die Wüstenwelten in New Super Mario Bros. Spielen immer ziemlich lame finde, finde ich das Level eigentlich ziemlich nice. Ich denke, ein Level holen wir noch ran. Und du kannst überlegen, ob du jetzt einen anderen Charakter spielen willst, damit du auch mal den Genuss der Blumen bekommst.
Ich würde aber sagen, lass uns noch mal hier unten ein bisschen uns umschauen. Ah, hier. Bahnfrei für die Armad-Bande. Was sind das denn? Yoshis, die mit Armadillos sich kennengelernt haben oder wie, was? Ja, wer bist du denn für einer? Das ist wirklich so ein kleiner Mini-Sonic. Oh nein, der Elefant. Warum? Was ist denn das Wasser eigentlich hier? Aus den Krücken, glaube ich, die gerade waren. Ja, aber da oben brauchen wir ziemlich viel Blume, du. Aber ganz im Ernst, es ist... Hey! So eine Sackpalle hier. Das sieht verdächtig aus. Nee. Kümmer mich mal drum. Ach komm, wer hat sich die Demis ausgedacht? Was ist denn der Scheiß? Pass auf. Ja, du bist nicht mehr Yoshi. Scheiße, sollen wir einfach die so mal aktivieren. Ich finde aber hier diesen Sprungfähigkeit eigentlich ziemlich lustig. Ja gut, jetzt sind wir da keine Dings mehr. Kein Elefant. Pass auf. So, die sind gar nicht wie Koopa-Panzer, die abprallen. Hm. Sehr gut gemacht, Schatzi. Was sind das denn für Blöcke, ey? Keine Ahnung. Ach ja, so kann man auch die Blumen gießen. Und langsam werden die Elefanten immer recht. Ja. Ich würde sagen, erstmal zurückgehen. Oh, ich wollte das Ding eigentlich wegmachen, gerade. Scheiß Pocky. Dann sehen wir den Bohrer oder so. Warte, der ist ja richtig schwarz. Anscheinend. So, wir gehen mal zurück. Was ist das hier? Nix. Tollen Münzen. Auch nix? War nicht sonst irgendwo was? Na? Okay, vielleicht auch nicht. Nee, okay, dann wieder zurück. Fun spielt aber ein bisschen anders, glaube ich. Die kann, glaube ich, kein Salto machen. Ist so fit dafür. Ich weiß nicht. Ach. Aber ist. Oh, hier geht's rein. Bisschen random, aber. Oh, nee. Obwohl, Moment. Wieso auch kaputt gehen? Ich dachte jetzt schon, wir brauchen unbedingt die Elefanten. Ach, Mann, oh. Da oben ist noch eine Blume. Komm, hau mal ab, du doofe Puggy. Toll, habe ich gut gemacht. Oh Gott! Da hat jemand aber die Geschwindigkeitsregel aber auch nicht hochgedreht. Aua. Wo bist du? Ah ja, der Gegner haben Vollspeed drauf. Toll. Ich sehe mich gerade noch nicht mal mehr. Ja, ich muss gerade auch selber aufpassen hier. Ach, come on.
Wer hat sich denn hier zu sehr verewigt? Was ist denn? Dann bin ich ganz hinter mir. Das ist hier gar nichts mehr. Da. Komm ab hier. Ja. Ja. Hä? Ja, hier ist mit Geduld ein bisschen gefragt. Ja, wenn man die ganze Zeit hinter mir wissen, sehe ich immer nichts. Kann ich immer nichts machen. Ja, ich möchte nicht hops gehen. Ja, ich gehe die ganze Zeit hops, weil ich sehe dann immer nichts mehr. Also ich muss ja mir gleich hinterher kommen. Ich komme jetzt gerade eh nicht hoch. Hey, hey, hey. Ich mache mir Sorgen, weil ich da eine Röhre sehe. Ich mache mir Sorgen, weil wir da eine Röhre sehen. Haben wir überhaupt alle Münzen? Weil ganz zu diesen Speed-Passagen habe ich ehrlich gesagt abgeschaltet. Naja. Oh, wieder mal so ein schönes Ding. Na gut, meine Lieben. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder in der Altfrische. Bis dann. Ciao. Ciao.